Wir haben heute eine Routineübung gemacht im Flughafentunnel im Verlauf der Bundesstraße 312 in Filderstadt-Bernhausen. Diese Übungen sind immer vorgeschrieben, regelmäßig durchzuführen. Und wir haben das heute zusammen mit der Feuerwehr Leinfelden-Echterlingen, mit der Werkfeuerwehr vom Flughafen Stuttgart und der Feuerwehr Esslingen gemeinsam geprobt. Wir haben angenommen, dass dort im Tunnel ein Verkehrsunfall mit 4 Pkw stattgefunden hat. Ein Pkw ist in Brand geraten. Und es gab entsprechend eine größere Anzahl verletzter Personen im verrauchten Tunnel zu retten. Entscheidend dabei ist, dass wir gesagt haben, wir haben einen komplett verrauchten Tunnel und können deshalb nicht mit einem Löschfahrzeug einfahren, sondern gehen in der Stoßtrupp-Taktik vor. Das heißt, bei uns gehen vergrößerte Trupps mit 5 Einsatzkräften in den Tunnel zur Brandbekämpfung einerseits und zur Menschenrettung andererseits vor. Grundsätzlich wird bei Tunneln grundsätzlich immer von 2 Seiten vorgegangen, die sogenannte Zwei-Seiten-Taktik. Das heißt, von beiden Portalen dringen Einsatzkräfte in Stoßtruppgröße in den Tunnel ein, sowohl von der Nordseite des Tunnels als auch von der Südseite. Deshalb haben wir auch so viele Einsatzkräfte im Einsatz gehabt. Gut, es gab keine große Vorbereitung, das ist ein Standardszenario. Das muss beherrscht sein, das üben wir mehrfach, das ist eine Routineübung. Wir haben diese Stoßtrupp-Taktik allerdings in der Ausbildung, gerade auch aktuell in der Ausbildung, sodass die Kräfte eigentlich gut trainiert sind. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Übung wirklich gelaufen ist. Sicherlich gibt es an der einen oder anderen Stelle noch kleinere Nachbesserungspunkte, die man dann in die laufende Ausbildung mit einfließen lassen kann. Ungefähr 150 Einsatzkräfte hatten wir hier von den Feuerwehren Filderstadt, Leinfelden-Echterlingen, Esslingen und der Werkfeuerwehr vom Flughafen Stuttgart. Der Tunnel ist die ganze Nacht gesperrt, ist aber eine Routinesperrung, denn der Tunnel ist jetzt sowieso jede Nacht gesperrt aufgrund von Wartungsarbeiten, die jährlich stattfinden, Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Und wir haben halt einfach gesagt, diese Chance nutzen wir, um diese Routineübung, die vorgeschrieben ist, durchzuführen. Ja, natürlich, wer Lust hat, bei der Feuerwehr Filderstadt mitzumachen oder allgemein bei der Feuerwehr mitzumachen, soll einfach mal auf die Homepages gucken der Feuerwehren. Zum Beispiel für die Feuerwehr Filderstadt www.feuerwehr-filderstadt.de. Da sind alle Kontaktdaten drauf. Herzlich willkommen, wir würden uns freuen.